Es geht heute weiter mit Teil 3 von unserem Garnelenbecken. Ich habe gestern Abend auf Instagram schon mal gezeigt, was Sache ist. Das sehen wir jetzt gleich gemeinsam, denn ich habe gestern schon mal das Wasser aufgefüllt, die Steine sauber gemacht, die Steine reingelegt, die Wurzeln reingelegt und das Ganze mit Bakterien gestartet. Und anschließend habe ich noch von dem Huminstoff ein bisschen dabei gegeben, allerdings nicht ganz so viel. Ein bisschen, ne? Nicht so viel, sonst hast du hinter schwarzes Wasser, das brauchen wir ja auch nicht. So, das schauen wir uns jetzt mal eben an, wie das gestern Abend ausgesehen hat, nachdem ich das Ganze, wie gesagt, dann soweit fertiggestellt hatte. Wir sehen auch, der Filter funktioniert wunderschön, eine richtig coole Sache, hübsch anzusehen auch und funktioniert soweit. Gut, das Wasser ist jetzt recht trübe geworden, ganz klarer Fall, bedingt durch das Medium, was ich reingegeben habe für die Bakterien oder mit den Bakterien in dem Sinne und dementsprechend auch nochmal bei dem Huminstoff. Aber wie gesagt, habe ich nur ganz ein bisschen von reingegeben. Ich gucke gleich mal, wie viel das war. Das war die halbe Kappe, war das gewesen. Ich gucke gleich mal. Das war genau wissen, wie viel wir da reingegeben haben. Jetzt zu Anfangs erstmal. pH-Wert lag bei 6. Mikrosiemenswert so um die 60, nicht ganz 60. Allerdings hatte ich das gemessen, bevor ich den Huminstoff reingegeben habe. Wir werden heute nachmessen, wie es dann jetzt aussieht, wie das Ganze so reagiert miteinander. Und wir werden dann jetzt auch testen, und zwar einmal die Gesamthärte und die Carbonathärte. pH-Wert, Leitwert, ganz wichtig, ne? Und dann werden wir Mineralstoffe und Spurenelemente dazuführen mit dem B-Shrimp hier. Und wie wir das machen, das sehen wir gleich. Da muss ich mir selber erstmal Gedanken machen, denn wir haben das Wasser ja schon befüllt. Ich will es jetzt nicht wieder rausholen und dann das Ganze ansetzen, sondern ich werde das in einer kleinen Menge ansetzen, auflösen, dass ich das dann ins Becken hineingebe, ne? Das, denke ich mal, ist dann die einfachste Variante. Ja, warum steht dieses Bäumchen hier? Das ist ein Seemandelbaum. Meine Zuschauer aus dem grünen Pflanzenbereich im Prinzip, die kennen die ganze Geschichte von dem Seemandelbaum. Wir haben noch etwas größerem tatsächlich auch im Dschungel stehen. Also die kannst du wunderbar als Zimmerpflanze halten. Brauchen nicht wirklich sehr viel Licht. Sollten schon, wenn du keine Zusatzbeleuchtung hast, recht nah am Fenster stehen, ganz klarer Fall. Aber ansonsten sind sie sehr genügsam. Werden verhalten gedüngt bei 500 Mikrosiemens kontinuierlich. Ab und zu kannst du auch mal Leitungswasser dazugeben, ne? Auch durchaus denkbar und möglich. Aber bitte nicht nur mit Leitungswasser gießen, weil das funktioniert überhaupt nicht. So, das kurz dann zu dem wunderschönen Bäumchen. Das ist echt, ne? Das ist dann, ist schon eine richtige Granate geworden. So, komm, ich schwafel hier rum. Ich will eigentlich jetzt anfangen. Und das heißt, ich zeige euch jetzt am Becken nochmal, wie es jetzt aussieht heute Morgen. Und dementsprechend werden wir dann gleich das Ganze mal nachmessen. Und mal gucken, inwieweit ich euch da mitnehme, dass ihr das auch mitnehmen könnt. Ich weiß, alle Zuschauer, die sich damit beschäftigen schon, die wissen ja alle, wie das so funktioniert. Aber es gibt ja auch Zuschauer, die wissen das nicht und denken, man sollte das vielleicht doch zeigen. Okay. So sieht das Becken aktuell aus. Ist schon etwas klarer geworden, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz immer noch ein bisschen trübe. Sieht aber ganz okay aus, muss ich sagen. Das ne, ist halt so. Da machen wir nichts. So, hier muss ich gleich Wasser wechseln. Werde vorher allerdings auch nochmal nachmessen, was jetzt hier Sache ist bei dem Gras. Die Bakterien habe ich gestern Abend dazugegeben. Allerdings nicht viel. Das waren insgesamt 6 Messlöffelchen davon. Das ist ein kleines Messlöffelchen dabei. 6 Stück davon. Man kann zwar mehr reinpacken, aber ich dachte mir, nee, erstmal ein bisschen weniger. Besser ist das, ne? Ja, also das ist eine coole Sache hier mit unserem kleinen Wasserfall im Rucksackfilter. Das ist richtig genial. Und das ist ein richtig schönes, leises Plätschern. Wunderschön anzusehen. So, die Anubia ist jetzt erstmal hier drauf als Aufsitzerpflanze mit etwas von dem Moos tatsächlich auch schon. Da unten ist auch eine. Und eine haben wir noch hier im Wasser zur Kontrolle, um zu gucken, was da so passieren könnte. Damit ich einen Vergleich habe, nicht das. Ne, ist halt so. So, hier ganz, ganz wichtig mitzunehmen. 24 Stunden hat der Akku gehalten. Ne, heute Morgen um 7:30, genau, um 7:30 habe ich, saß ich hier schon und dann ging er plötzlich aus. So, und seitdem habe ich ihn angeschlossen wieder. Da ist der Stecker. Und jetzt lädt er. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis er vollgeladen ist. Dass wir das auch mitnehmen können. Ja, wie das mit dem Schätzchen so funktioniert. So, okay. Laber Palaber. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal langsam an, hier das Ganze nachzumessen. Wir werden jetzt mal messen, pH-Wert und Mikrosiemenswert. Ich habe es gerade schon gemessen, aber sieht so ein bisschen besser, interessanter aus, ne? Ich werde euch die Werte gleich auch zeigen dementsprechend. Wir sind hier tatsächlich bei pH 5,6, 5,7, 5,6. Also das ist schon mal gut, ist also tatsächlich schon ein bisschen gesunken. Und der Mikrosiemenswert, der liegt bei knapp 67, 68, 67,
Also nicht sehr viel gestiegen, nachdem das, was ich jetzt gemacht habe. Ne? Also tatsächlich dann von dem Huminstoff was reingeballert. Wo habe ich das denn jetzt hingestellt? Da steht es doch. Halbe Kappe habe ich genommen. Das wären 5 Milliliter. 5 Milliliter habe ich davon genommen. Ne? Das erstmal zu Anfang. Wie gesagt, wir gucken, wie sich das entwickelt, auch mit dem pH-Wert. Weil wir dürfen nicht zu viel auf einmal reinpacken. Ansonsten kriegen wir den pH-Wert vielleicht zu tief runter auch. Ne? Von daher müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Denn wir haben auch Steine drin, die ja, unter neutral liegen. Ne? Also auch eher in den sauren Bereich gehen. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Auch das Filtermedium. Voraussichtlich ist es BIMS. Dieses Bio-Zeug, gehe ich erstmal von aus. Auch das ist im unteren Bereich. Ne? Also wenn du alles im unteren Bereich hältst, irgendwann hast du Pech, dann ist es irgendwann zu tief. Von daher muss man da auf jeden Fall erstmal kontrollieren. Hier im Test, ne? Definitiv. Am Ende sehen wir dann, wie es tatsächlich funktioniert. So, das dazu. Und das heißt, jetzt werden wir den GH-Test erstmal machen. Also die Gesamthärte. Jo, das machen wir jetzt. Ja, ist schon eine aufregende Sache. Vor allen Dingen da ein bisschen tiefgründiger reinzugehen in die Materie. Ne? Gut, meine grundsätzlich wissen wir, was Pflanzen angeht und so. Aber wir wollen das Becken ja richtig am Laufen haben. Und von daher gucken wir da jetzt mal ein bisschen näher hin, würde ich sagen. Wir machen jetzt zunächst den Test hier, den GH-Test, um mal zu gucken, ne, wie das jetzt aussieht. Das werden wir also immer wieder mal machen. So, das Ganze ist komplett noch neu. Hier haben wir so eine Küvette dabei. Hier haben wir dann das, ja, Testmittelchen mit Kindersicherung sogar. So, dann drehen wir das einmal auf. Und hier ist jetzt eine Spitze dran. Und das müssen wir einmal hier reindrücken, damit wir das Ganze benutzen können. Ne? Ich hoffe, das war jetzt richtig so. Ja, denke ich mal. Okay, jetzt mache ich nochmal zu. Denn jetzt brauchen wir erstmal Wasser. Und dazu sollten wir das laut Beschreibung ein paar Mal durchspülen hier. Das machen wir jetzt einfach mal. Seid einfach live dabei. Ne? Spülen wir das mal schön durch hier. So, und dann sollen wir jetzt 5 Milliliter. Hat das schon gepasst wohl. So, also das war jetzt aber Zufall. Dann sollte man das Glas von außen abtrocknen. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Macht jetzt auch nicht wirklich Sinn. Vielleicht damit man einen besseren Einblick hat oder was. Ja, falls man schwarzes Wasser hat, ich weiß auch nicht. So, ich gucke mal eben nochmal, ob das jetzt wirklich passt. Ja. Genau 5 Milliliter. Alter Schwede, wa? Das war ja mal eine geniale Sache. So, jetzt kommt es nämlich. Jetzt sollen wir hier Tropfen reinmachen. Hm? Tropfen, Tropfen für Tropfen. Und auf tropfenweise zugeben, nach jedem Tropfen leicht schütteln, bis die Farbe von Rot über Braun ins Grün umschlägt. Die Anzahl der verwendeten Tropfen entspricht der Gesamthärte. Also wenn du 5 Tropfen hast, hast du 5 deutsche Gesamthärte. Also, wir fangen einfach mal an mit einem Tropfen. So, langsam. Blub. Okay, jetzt muss ich das schütteln. Und gucken, was passiert. Ja, passiert noch gar nichts. Das soll ins Grün umschlagen. Gut, sieht irgendwie grün aus, ne? Lol. ja, okay, machen Sie einfach weiter. Von Rot über Braun ins Grün. Alter, das ist doch grün. Ich habe jetzt 12,5 Tropfen hier drin und die Farbe verändert sich nicht. Das bleibt einfach grün bei mir hier. Haben wir gar keine Gesamthärte hier drin? Das wäre ja ein Witz wohl. Aber durchaus denkbar. Ja, also hier steht drauf, bis die Farbe von Rot über Braun ins Grün überschlägt. Hm. Ich mache noch mal ein bisschen weiter, mal gucken, ob sich da noch was tut. Es bleibt einfach grün. Nichts zu machen. So, okay. Das bleibt hier grün, definitiv. So, damit haben wir das beendet. Null. Gesamthärte haben wir 0. Krass, wa? Ja? Das zudem. Ja, die brauchen die Carbonathärte ja gar nicht messen, wa? So ist das jetzt. Ich habe noch ein paar Tropfen reingemacht. Wir bleiben einfach bei grün stehen hier. Also, ja, wir haben tatsächlich Gesamthärte 0. Nothing, nada, niente. Hättest du das gedacht? Ich nicht, aber okay. Ich meine, wir haben das Substrat ja auch extremst viel gespült. Ich glaube, 15 Mal oder mehr damals. Ne? Im ersten Teil haben wir das ja gemacht. Also ist okay. Ich mache das jetzt sauber und dann kommen wir gleich zum KH-Test. Aber den brauchen wir eigentlich gar nicht machen, weil wenn in der Gesamthärte nichts drin ist, dann kann beim Carbonathärte-Test ja auch nichts mehr rauskommen. Theoretisch. Ne?
Jetzt machen wir die gleiche Chose nochmal. Ich habe es schon fertig gemacht, soweit 5 Milliliter. Das Schöne ist bei dem Test hier, von wem war das jetzt? Von JBL, da ist sogar eine Spritze mit bei. Ne? Also das ist schon mal eine coole Sache. Aber ich habe es auch wieder so hinbekommen, von daher gar nicht so schwierig. So, als heute kann sein, dass ich das Ganze gleich verkürze, weil wenn nichts kommt, kommt nichts. Ne? Von daher, so. Hier machen wir das auch wieder tröpfchenweise. Und dieses Mal soll das umschlagen von Blau nach Gelb-Orange. Orange, weiß Bescheid, ne? Von, was habe ich gesagt? Von Blau. Mal gucken. Kriegen wir Blau hin oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Eins. Jetzt muss ich wieder schütteln. Tut sich wohl nichts. Das weiß. Eins. Ja, da brauchen wir auch gar nicht weitermachen, ey. Zwei. Da tut sich nichts. Nee. Kommt, das hat auch keinen Sinn. Was Bescheid, ne? Drei. Ja, komm, das können wir abbrechen hier. Also, wenn keine Gesamthärte drin ist, dann kann ja auch eigentlich keine Carbonathärte drin sein in dem Sinne, ne? Okay, es ist so, wie es ist. Also, wir haben alles tatsächlich bei Null hier. So, wir haben Null. Wir wollen aber wissen, wie sieht das denn aus, wenn da was reagiert, ne? Ich habe jetzt mal Leitungswasser genommen hier. Und dann packen wir das jetzt mal hier rein. Und dann machen wir das Ganze mal mit Leitungswasser, damit wir sehen können, was dann tatsächlich passiert, ne? Guck mal, ich habe genau 5 Milliliter reingegeben. Es sind drin 6 Milliliter. Na egal. So, also das ist so das. Das ist schon genial. Wir wissen jetzt auf jeden Fall was, ne? Wir wissen, dass unser Becken hier 0 ist. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall aufwerten gleich, ne? So, mal gucken, dass wir hier runterkommen. Ja, kommt, kommt. So. Okay, mit einem Tropfen fangen wir an und gucken, was passiert. Ja, das ist jetzt tatsächlich leicht rötlich geworden. Bräunlich, rötlich. Definitiv. So, und wir sollen von, was war das noch? Von rot über braun. Oh Mann, warum können die ja nicht einfach Farben drauf malen? Von rot über braun nach grün. So, wir haben jetzt rot tatsächlich. Hör mal auf, ich mache das just so lange weiter, bis sich da definitiv was verändert. Ja, es ist rötlich, ne? Es ist immer noch rötlich. Also jetzt sehen wir schon mal, wie es dann aussieht, wenn was drin ist, ne? Das ist jetzt bei der Gesamthärte. Ich werde die Carbonathärte jetzt nochmal testen, vielleicht später mal. Obwohl doch, eigentlich müsste ich schon, und dann habe ich da nämlich auch ein bisschen Wissen. So, drei. So, ich mache das jetzt zu Ende hier und wenn es soweit ist, dann werden wir das sehen. Eine langwierige Sache hier, du alter Schwede. 15. Da wir uns ja auch genau wissen, ne? 15. Tut sich nur nichts. 16. 17. So, langsam kommen aber mal hier. Oh, es schlägt um. Es schlägt um, jawohl. 17 Tropfen habe ich jetzt hier drin. 17 Tropfen. Jetzt haben wir braun, ne? Und jetzt müssen wir jetzt, obwohl es wird grün. Es wird grün. Ne, ist okay. Also, 17. Weiß Bescheid. Gesamthärte haben wir 17 hier im Leitungswasser. So, das ist aber auch ein Akt, du, das sage ich dir. Da muss ein bisschen Geduld mitbringen, ne? Kommen wir jetzt zum nächsten Test. Übrigens, das ist aus Glas hier, so wie es aussieht. Ja, das ist aus Glas und das ist aus Kunststoff hier. Auch mal interessant, ne, wie unterschiedlich das ist. So, erstmal Wasser rein. 5 Milliliter wieder. So. Ist dann doch einfacher, ne? Jawohl, diesmal passt es auch. Ah, okay, komm, jetzt kommt es auf einen kleinen Tropfen Honig an. Okay, dann bin ich mal gespannt, was dann jetzt an Carbonathärte erzielen. Hallo, drehst du dich mal auf? So. Also, wollen wir mal gucken, was dann jetzt passiert hier. Ach so, warte, haben wir im Moment. Ach, jetzt habe ich den ja gar nicht. Ja. Von welcher Farbe zu welcher Farbe war das denn jetzt? Lol. Okay, von Blau zu Gelb-Orange. So war das so. Also, ein rein. Auch wieder gleich blau, guck mal. Schick. Mal mit dem zweiten hinterherkommen. Zwei. Schick. Vier. Guck mal, jetzt klappt auch was, ne? Fünf. Aber ich verzähle mich jetzt nicht. Aber wenn der auch nicht ganz so schlimm, ne? Sechs. Sieben. Schick ist blau. Acht. Ich liebe blau. 9. Oh Mann, ich sage dir, der ist aber hoch. 10.
11. Zwölf. Dreizehn. 14. Ah, jetzt. Okay, 14. 14. Tja. Okay, machen wir noch einen rein. 15. Jo, oh, oh, alles klar. Ja, ja. Also, Carbonathärte 15. Hammer, wa? Okay, wie gesagt, wir filtern das Wasser bei uns durch eine Umkehrosmoseanlage. Ne, und da ist dann nichts mehr drin. Heißt Bescheid. Okay. Ja, das ist schon mal sehr interessant, wie die Werte jetzt tatsächlich aussehen dort im Becken. Ne? Alles gleich null. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem B-Shrimp Mineral GH+. So, ich lese das jetzt vor. In der Zeit werde ich noch was anderes laufen lassen hier im Film. Ne? Dann ist das vielleicht nicht ganz so langweilig. Also kannst du ne, zuhören und was anderes gucken in dem Sinne. Pass mal auf. Am besten Dschungeltour machen wir da. Ne? So, B-Shrimp Mineral wurde speziell für die Haltung und Zucht von Bienen, Hummel und Tigergarnelen entwickelt und dient der Aufhärtung von Osmosewasser, Regenwasser, vollentsalztem Wasser etc. Es hebt die Gesamthärte an, ohne nennenswert die Carbonathärte zu beeinflussen, sodass sich besonders Garnelen aus Weichwasserhabitaten wohlfühlen. So, Verhältnis Carbonathärte, deutsche Gradhärte 0,06 zu 1. B-Shrimp Mineral enthält alle wichtigen Mineralien und Spurenelemente für Gesundheit, Farbenpracht und eine gute Vermehrungsrate und Wachstum. Es fördert Pflanzenwuchs und die mikrobielle Regeneration in Biofiltersubstraten. Okay, das dazu. Jetzt geht's weiter. Pass mal auf, Gebrauchsanweisung, ganz wichtig. Mineralsalz außerhalb des Aquariums in Wasser einrühren. Es löst sich in wenigen Sekunden fast vollständig auf. Anschließend ist das Wasser einsatzbereit. Nicht aufgelöste Partikel sollten mit ins Aquarium gegeben werden. Dose nach jedem Gebrauch verschließen, logischerweise. So, jetzt kommen wir zur Dosierung. Osmosewasser, Regenwasser, vollentsalztes Wasser etc. mit B-Shrimp Mineral bis ca. 6 Gesamthärte. Oder einen Leitwert von ca. 200 plus minus 50 Mikrosiemens aufhärten. Das entspricht einem leicht gehäuften Messlöffel, ca. 3 Gramm, auf 20 Liter Wasser. Messlöffel innenliegend. So, 3 Gramm auf 20 Liter. Jetzt machen wir das. Ich habe jetzt 1 Liter hier, aber wie gesagt, ich will nicht das Wasser wieder draußen rein. Ne? 1 Liter, das heißt, machen wir auch nicht alles auf einmal. Muss die Brille eben weglegen, andere Brille aufsetzen. Weil ich möchte das kontrolliert erhöhen, ne? Nicht sofort volle Pulle und von daher machen wir das jetzt einfach mal und gucken mal, wie das so funktioniert. Okay, ich sehe noch gar nichts. Ah, da ist der Messlöffel, ja, super. Übrigens, jetzt muss ich hier reinpacken, Hände dann anschließend waschen, ne? Ganz wichtig. Besser ist das, ne? Vor allem nicht auf Schleimhäute oder so, Augen und hast du nicht gesehen, ganz gefährlich. Ja, das ist ein bisschen blöd, jetzt mit dem Messbecherchen hier so. Ich meine, es ist ja schön, dass eins dabei ist, aber okay. Nehmen wir so mit, wie es ist. Gehäuft. Das würde ich sagen, ist jetzt gehäuft, ne? Okay. So, das sind dann 3 Gramm. Pass mal auf, das packen wir jetzt hier rein auf 1 Liter. Und das belassen wir jetzt erstmal so. Das heißt, wir werden jetzt nicht noch mehr, wobei könnten wir eigentlich 3 gehäufte ne, reinmachen. Aber machen erstmal nur ein, um zu gucken, inwieweit sich die Werte dann verändern. So, ich stelle das einfach mal hier hin. Lol. So, jetzt habe ich nichts zum Umrühren. Haha, lach dich kaputt. Doch, haben wir. Haben wir doch. So. Dann rühre ich das jetzt ein bisschen und lasse das jetzt so lange stehen, bis das aufgelöst ist. Dann kippen wir das Ganze ins Aquarium rein. Ja, hier sind also tatsächlich auch größere Stücke drin. Ja, relativ. Ne? Also nicht alles Feinstaub in dem Sinne. Und wir verwenden hier Osmosewasser, logischerweise. Ne? Übrigens, das braucht man noch nicht hier, weil hier ist Nitrat, Nitrit, Chlor, braucht man nicht, ne? Noch nicht. Von daher, ja, das dauert jetzt doch einen Moment. Und pass mal, ich lasse das hier stehen, bis das aufgelöst ist und dann kippe ich das rein ins Aquarium und werde das noch mal ein bisschen durchrühren im Aquarium und dann eine Zeit lang laufen lassen erstmal, damit sich das gut mischt im Becken und dann werden wir tatsächlich noch mal nachmessen. Ja, okay, jepiaje. Das wird uns auch einiges bringen tatsächlich für, jawohl, genau, hier im Pflanzenreich auch, ne, fürs Gießwasser. Mal gucken. Also jetzt nicht das Salz meine ich, sondern die Messparameter.
Okay. So, weiter geht's. Das löst sich so schnell gar nicht alles auf. Also wirklich tatsächlich, ich hole das mal eben. Vielleicht können wir das erkennen. Ja, denke ich mal, ja. Ne? Das sind also Bestandteile, die lösen sich also nicht so schnell auf. Wie lange das jetzt dauert, weiß ich nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, zu warten, bis das alles aufgelöst ist. Das Ganze steht jetzt hier schon eine Viertelstunde. Ja, pH-Wert 6,3 Mikrosiemens-Wert. Ich weiß nicht, kriegen wir das jetzt so drauf? Ich versuche es einfach mal kurz. Der ist nämlich auch relativ hoch. Ja gut, ist ja auch halt ne, konzentriert im Prinzip. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das steigt immer noch. Also es lösen sich doch noch Stoffe. Ne? Also das heißt, ich will jetzt nicht so lange warten, bis alles aufgelöst ist. Weißt du was, ey? Ich kippe das jetzt ins Becken rein und dann gucken wir später mal, inwieweit sich das dann verändert. Ich rühre das jetzt nochmal kurz um, dass wir dann auch wirklich alles reinkriegen, was hier drin ist. Und dann geben wir das jetzt einfach dem Wasser zu. Das sollte man natürlich nicht machen, wenn man Garnelen drin hat, ne? So eine hohe Dosis reinballern. Das ist gar nicht gut, das darfst du nicht machen, ne? Das ist jetzt hier nur für Testzwecke, damit wir das Wasser in Ordnung bekommen, bevor die Tierchen hier reinkommen. Ne? Weil das ist gar nicht gut, da ist sowieso... Nee, das bitte nicht machen. Dann tatsächlich nach Anleitung das ansetzen. Am besten natürlich beim Wasserwechsel, ganz klarer Fall. So, okay. Aber wie gesagt, hier ist es jetzt nicht so wichtig, weil keine Tiere drin sind. Ne? Die können dann nicht leiden. Also von daher dürfen wir das hier ruhig so machen. So umrühren brauche ich gar nicht, weil das ist ja sowieso alles in Bewegung. Ich lasse das im Moment laufen. Und dann messe ich gleich nochmal pH und Mikrosiemenswert erstmal. Und das andere, würde ich sagen, lassen wir noch Carbonathärte, Gesamthärte. Oder mache ich es doch noch? Ich weiß nicht. Also eigentlich sollte es vielleicht erstmal miteinander reagieren, bevor man da unten... Weißt du was? Sehen wir gleich. Ist so. So weit, so gut. Ich bin gerade ein bisschen... Pass mal auf. Nochmal. Nochmal. Gebrauchsanweisung. Dosierung. Pass mal auf. Also... Das entspricht einem leicht gehäuften Messlöffel, ca. 3 Gramm auf 20 Liter Wasser. Richtig? 3 Gramm auf 20 Liter Wasser. So. Wir haben jetzt 3 Gramm in 1 Liter und das hier reingegossen. Wir haben hier drin 60 Liter, Pi mal Daumen. Nein, nicht ganz, ne? So. Wir haben das angesetzt für 20 Liter. Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Hör auf, ich verstehe es nicht so ganz. Es ist aber so, wie es ist. Genau deswegen ist es immer wichtig, also für mich jetzt, ne, das Ganze dementsprechend auch nachzumessen. Also wir haben jetzt tatsächlich hier einen Wert von 200. Na gut, 209, 208, 209. Ja, das heißt, also eigentlich sollten wir gar nicht mehr da reinmachen. Ne? Also haben wir jetzt, ist das jetzt richtig gerechnet? Wir haben ein Drittel der angegebenen Menge reingegeben. In 60 Liter, gut, sind nicht ganz 60, ne? Ganz klarer Fall. Aber fast. Habe ich einen Denkfehler? Ich habe jetzt schon dreimal mich nochmal zusammengesetzt und das durchgelesen. Ich verstehe es nicht so wirklich. Also, wir kommen bei 20 Litern auf einen Mikrosiemenswert von 200 plus minus 50. Ja? Bei 20 Liter. No. Okay. Irgendwie... ich verstehe es nicht. Aber gut, dass ich das jetzt nicht so angesetzt habe, wie es hier draufsteht. Ne? Weil dann hätte ich nämlich 9 Gramm auf 60 Liter nehmen müssen. Ne? Das heißt also die dreifache Menge. Dann hätten wir jetzt einen viel höheren Wert. Dann würde gar nichts mehr passen. Also, ne? Auch wenn man irgendwas hat, dann doch lieber erstmal weniger und gucken, was Sache ist. Weil man sich so drauf verlässt, ohne nachzumessen, kann es natürlich... ganz schnell auf den Rücken fallen. Ja, okay, das nehmen wir jetzt erstmal so mit. Ich lasse es weiter laufen erstmal. Ja, ich werde auf jeden Fall noch Gesamthärte und Carbonathärte doch jetzt nochmal messen, weil ich jetzt ganz sicher sein will, ne, was Sache ist. Das Ganze läuft jetzt mittlerweile schon eine Viertelstunde, das sollte okay sein. Also da bin ich jetzt wirklich sehr überrascht. pH-Wert ist in etwa geblieben, ist bei 6,6, 6,7 schwankt er. So, nutzt alle nix. Es ist so, wie es ist, ne? Da machst du nix. Ja gut, dass wir nicht so viel gemacht haben, meine ich jetzt. Also da ist jetzt aber echt, da bin ich gerade so. Okay, ich messe da nochmal nach und gucke, was Sache ist. Okay. Man muss nicht alles verstehen. Oder ich habe einen Denkfehler.
Wir sind jetzt erstmal durch. Das ist eine coole Sache. Übrigens sind beide 5 Milliliter drin, auch wenn die Skala hier ein bisschen anders ist bei dem Glas. Es sind auch 5 Milliliter. Ich habe die gleiche Menge reingegossen mit der Spritze tatsächlich. Deswegen war ich anfangs, als wir das erste Mal gemacht haben, auch ein bisschen irritiert, aber ist so, wie es ist, ne? Okay, auch wenn es anders aussieht, das Glas ist ein bisschen dicker, ne? Deswegen. So, wir haben also jetzt eine Gesamthärte von 5 und eine Carbonathärte von 2. Ich habe also 2 Tropfen reingegeben und dann wurde das halt ja in die Farbe jetzt umgeschlagen, ne? Und dann habe ich nochmal 2 Tropfen reingegeben. Die Farbe hat sich dann nicht mehr verändert, ne? Von daher KH2. Ja, okay. Mikrosiemenswert ist 209, pH-Wert 6,6 dato. Ja, das ist jetzt mal eine sehr interessante Sache, muss ich sagen, dass das so ist, wie es ist, ne? Hätte ich jetzt die dreifache Menge reingegeben, hätte ich ganze Wasser wieder wechseln müssen. Holla die Waldfee. Ja, okay. Es ist so, wie es ist, ne? Nur mal gucken, wie es dann demnächst weitergeht. Ja, bei dem Akku habe ich jetzt nicht aufgepasst, ob der voll ist oder nicht voll ist. Der blinkt immer noch. Das heißt, er müsste ja eigentlich noch laden, ne? Rein theoretisch. Aber ist auch eine Erfahrungssache, da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall schon mal cool, dass das Gerät tatsächlich so lange. Ich ziehe den Stecker mal raus. Ja, doch, da ist noch. Jetzt geht er an. Da ist noch ein Lämpchen frei da oben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Doch, kann man, ne? Also würde der noch weiterladen. Das heißt, er wird weiterladen. Ich muss ihn gleich wieder reinstecken. Mit einer Hand geht das gerade nur nicht. Dass wir das mal kurz sehen. So, dann springt er einfach an, ne? Okay. Ja, mal sehen, wie sich die Werte dann morgen zeigen. Für alle Insider kurz mitgenommen, ganz wichtig am Rande. Ich werde es später woanders nochmal zeigen. pH 7 haben wir jetzt hier. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Weil hier ist auch Wasser, ne? Wasser und weiß Bescheid. So sieht das jetzt aus. Wurzeln sehen sehr gut aus. pH-Wert ist gestiegen auf 7. Und wir hatten das letztes Mal pH 6, 5,4. Deswegen haben wir hier, das ist ein bisschen dunkel, halben Liter Leitungswasser hier dazu geführt, ne? Um den Wert wieder hochzubringen. Ich schalte mal eben, ist ein bisschen heller. Halben Liter Leitungswasser haben wir dazu gegeben. Ne? Da kamen wir dann danach gemessen auf pH 6,3. Und wir haben jetzt 580 Mikrosiemens also pH-Wert 7. Ne? Wie gesagt, nachdem wir das Leitungswasser dazu gegeben haben, hat sich der Wert jetzt dementsprechend erhöht nach etwas längerer Zeit. Ne? Also würde ich sagen, sind wir hier auf dem dunklen, dunklen Wege. In dem Sinne, das mal kurz so am Rande mitgenommen. Ne? Also hier müssen wir pH-Wert jetzt nicht mehr erhöhen, sondern aufpassen, dass er nicht noch höher steigt. Ne? Dementsprechend dann dagegen steuern mit Osmosewasser. So, Huminstoff, hören wir auf. Nee, noch nicht. Das machen wir dann tatsächlich in der Pflanzenthematik allgemein. Okay. Ja, ist auch ganz schön, wenn man erstmal weniger macht. Ne? Also hier steht tatsächlich auf 3 Gramm auf 20 Liter. Okay, wir haben 60 Liter ungefähr drin. Das heißt im Klartext, das nächste Mal beim Wasserwechsel nehme ich dann auch 1 Gramm, ne? Dementsprechend auf 20 Liter zum Wechseln, wenn ich jetzt ein Drittel wechsle. Ist das jetzt verkehrt gedacht? nein, also wenn ich 20 Liter raushole, dann gebe ich 20 Liter rein und 1 Gramm dazu von dem, ja, ne? Von dem B-Shrimp Mineral GH Plus. Also das hat soweit ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, gut, dass wir nicht so viel auf einmal genommen haben. Also wir haben jetzt GH5, KH2, Mikrosiemenswert 209, pH 6,6. Also soweit schon mal ganz okay, würde ich sagen. Allerdings kommen noch keine Fische rein. Das dauert, Garnelen rein. Das dauert noch ein bisschen. Ich lasse das Becken wirklich laufen, laufen, laufen. Und bei gegebener Zeit, wenn ich mir sicher bin, dass es ordentlich funktioniert, dass sich also auch ein Bakterienbelag gebildet hat, ich denke, dann können wir dazu übergehen. Was denkt ihr, wie lange soll ich warten, bis ich die Garnelen da reinsetze? Ne? Wir haben mittlerweile einige Leute auch dabei, die schon ein bisschen Erfahrung haben und auch tolle Kommentare schreiben. Das ist insbesondere auch für die Zuschauer, die jetzt nun wirklich keine Ahnung haben, so wie ich, ne? Ich arbeite mich in die Thematik rein, sehr interessant zu lesen, welche Erfahrungen andere Menschen schon haben. Also von daher, top, ganz klasse für die, ganz, ganz lieben Dank für die vielen Kommentare. Super, das hat mich so gefreut oder freut mich immer noch, immer wieder, ne? Ganz klarer Fall. Das ist so genial. So, okay, wie gesagt, Nitrat, Nitrit brauchen wir noch nicht, weil da wird sich noch nicht viel tun. Ich werde es vielleicht zwischendurch mal machen. Wenn sich da was zeigt, dann werde ich euch da auf die Reise auch mitnehmen. pH-Wert senkend, ja gut, das kommt dann auch durch das Futter mit dazu, je nachdem, was wir da zugeben. Jetzt sehen wir Baumblätter zum Beispiel dazugeben oder andere Sachen, da kann der pH-Wert dann auch nochmal runtergehen. Von daher würde ich den pH-Wert auch von Anfang an nicht zu weit runterbringen. Ne? Das denke mal, ist so ganz okay, wie das jetzt läuft. Ne? Und das müssen wir dann fortlaufend beobachten, wie sich das Ganze dann dementsprechend entwickelt.
Eins wollte ich noch gesagt haben. Ach so, die Juwelorchideen hier. Da habe ich welche im Wasser stehen. Bisher lief das immer richtig gut, muss ich sagen. Aber vorhin habe ich mal geguckt und ich dachte, was ist denn hier los? Die Wurzeln gehen kaputt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Also ich werde auch hier mal einiges nachmessen, was jetzt machbar ist, weil da bin ich doch sehr erstaunt, denn die haben nie rumgezickt, noch nie. Ich habe hier irgendeinen Fehler gemacht. Ne? Mikrosiemens habe ich gemessen, da liegt hier bei 250, das ist soweit noch okay. pH-Wert ist relativ hoch gewesen, lag bei 6,8. Das ist wahrscheinlich doch ein bisschen zu hoch. Denn hier bei dem Topf hier, da haben wir einen pH-Wert von 4,5. Und die wachsen richtig gut. Ne? Gut, es sollte auch nicht tiefer gehen, ganz klarer Fall, aber scheinbar ist es dann doch besser zu. Aber da werde ich dann dementsprechend später nochmal gucken. Ach so, was ich noch fragen wollte, bei diesem Mikro hier von Ada. Dieses Bacta 100, wie gesagt, habe ich auch nicht so viel reingemacht. Ich meine, sechs von dem Messlöffelchen habe ich da reingegeben, aber laut Beschreibung sollte man da auch mehr reinmachen. Soll ich da noch mehr reinmachen? Oder ist es auch nicht wirklich notwendig, bei allen Produkten immer so viel reinzupacken? Vielleicht auch generell immer weniger nehmen. Die Erfahrung habe ich noch nicht, aber sicherlich der eine oder andere von euch. So, okay. Ich würde sagen, das reicht für heute aus der Aquaristik. Weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald. Ja, hier im Reich der kleinen Becken im Moment noch. So, ich wollte noch was gesagt haben. Mir fällt es aber leider nicht wieder ein. Vielleicht doch noch, vielleicht auch nicht. Ja, ach so, die Pflanzen wollte ich. Da werde ich das Wasser heute nochmal wechseln, die jetzt noch in den Pöttchen stehen, bei den Simsen. Da werden wir auch noch weitermachen, dann, wenn es soweit ist, aber heute nicht mehr, weil ich muss mich jetzt um die Pflanzen kümmern, um die ganzen Pflanzen hier. Das heißt, ich muss heute Gießtag machen, unbedingt. Ne? Morgen ist Weihnachten. Das heißt, wenn ihr den Film seht, dann haben wir ja schon Weihnachten. Ja, okay. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest dann. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall trotz alledem dann morgen wieder. Ne? Denn auch morgen gibt es etwas zu entdecken hier im Reich der Pflanzen dann wieder. Okay, yippie, yippie.